Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Let's Play. Ja, wir schauen uns mal gleich mal zu unseren Händler hin. Sechs wegen den anderen Drescher, was wir uns zulegen möchten. Und ich bin auch mal ganz gespannt, was er da für uns natürlich ein Angebot hat. Oder auch nicht. Ich finde, ein Drescher, ja, da muss schon gewisse Kriterien erfüllen. Und ja, da müssen wir erstmal schauen, was wir da kriegen. Oder auch nicht. Ja. So, stellen wir es mal hier den Mann her. Weil ich habe ja hier den Auftrag noch mit dem Feld Nummer 20. Entschuldigung, Schluck auf auch noch. Ja, was wir dann natürlich da bekommen. Wir werden jetzt, wie gesagt, zu uns mal, also Händler hin gehen. Ja, schauen uns mal gleich einen Schritt schneller gehen. Irgendwie ich ein bisschen so langsam. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Zunder geben. Müssen wir dahin belaufen. So, jetzt gehen wir jetzt hier in unseren Händler mal rein. Schauen wir mal, was wir haben. Wir haben ja ein bisschen Geld, ja, haben wir jetzt erwirtschaftet. Und ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal, was wir haben hier. Möglichkeiten hier zu kaufen. Ein Drescher natürlich. Ich brauche einen Drescher, der was Körnermais kann. Nicht nur wollen, sondern kann. Der hier, der könnte es ja auch. Der könnte es auch. Aber was habe ich an Schneidwerken da? Ich glaube, ich muss hier, den hier zulegen. Aber schauen wir es mal hier bei den Maispflücker natürlich. Da haben wir jetzt hier den Siam Güstel. So, den Zungenbrecher. Wie viel macht er? Er macht 3 Meter, 10 km/h. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir nochmal bei die Drescher rein. International haben wir auch da. So ein Drescher habe ich eigentlich gar nicht wenig da hier. Aber ich glaube, das ist hier der ZHKN5. Und hier müssen wir schauen. Natürlich hier. Ich glaube, das ist schon der. Wir haben hier eigentlich, um ehrlich sein, hier ja nichts da. Das finde ich ein bisschen traurig. Natürlich Rotes haben wir hier da. Hm. 930. Jetzt müssen wir noch kurz mal schauen. Bei den normalen Schneidwerke. Wo haben wir es denn da unten? Da haben wir jetzt hier. Ach, okay. Aha. Okay, das hier, der. Sieht auch cool aus. 4,20 Meter. Fahrkutter haben wir jetzt hier. Den haben wir da. Den haben wir auch. Ist wirklich ein cooler Drescher. ZHKN5. Was haben wir hier für eine Bezeichnung? Sagen wir 15. Haben wir hier, da steht 15 km/h oder was das sein soll. Ja, ich glaube, ich schaue nochmal nach Marken. Bin ich auf der sicheren Seite. Oh, da haben wir das Teil da. Okay. Glas. Fortschritt haben wir auch da. Ah, da haben wir den AW80 drin. Das haben wir hier. Ah, das ist nur der hier. Der wäre auch cool, der Drescher. Der ist echt geil. Muss ich sagen.
Also ist es der IHC, glaube ich, hier. Muss mal schauen. Tatra. Set. Ah ja. Dann haben wir hier das Schneidwerk. Das ist, glaube ich, nur das Schneidwerk separat habe ich drin. Okay. Wir könnten es vielleicht mal probieren, ob man das Schneidwerk hier an den Pfad ranhängt. Das probiere ich erstmal aus, bevor ich mir einen neuen Drescher kaufe. Jetzt haben wir das hier unten. Jetzt laufen wir nochmal rauf natürlich und schauen uns das nochmal an. Jetzt laufe ich so, als ob ich jetzt hier gestochen worden bin in den Allerwertesten hier. Jetzt den Ausdruck ja von den Hummeln gestochen, aber soweit ich weiß, beißen ja Hummeln ja nur und stechen nicht. Aber kann ja ihr Glaube sein. Wir nehmen es mal in Kauf und fahren mal runter. Und schauen mal, ob das hier funktioniert. Ich brauche keinen neuen Drescher kaufen, sondern kann mit dem hier alles machen, würde ich mal sagen. Was das Herz begehrt, natürlich für meine Leute, die ich angestellt habe, das muss ich aufmachen, ein bisschen zu warm. Auch wenn ich hier 18 Grad nur habe hier, die Rundumleuchten soll ich auch einschalten. Da haben wir noch eine coole Reflexion, was wir hier in 22 nicht haben. Finde ich nice. Eben muss das auch mal in den Griff kriegen mit der Belichtung. So, ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Tja. Ich vermisse irgendwie so die Reflexion richtig hier von den Rundumleuchten. In 22 sehe ich nirgendwo die Reflexion am Gebäude oder sowas. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber... cool! Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch funktioniert oder nicht. Wir machen jetzt mal einen Probelauf. Hier ist mal das Gerät. Okay, da funktioniert es nicht. Okay. Wir werden das Gerät dabei mal hier parken. Muss eh, wie wir sehen, hier mal was gemacht werden. Also, wir gehen auf ein neues. Wir werden gleich. Ja, das Schneidwerk haben wir ja gekauft. Ich bin immer so voreilig mit dem Kaufen. Naja, war auch ein gutes Angebot gemacht. Also, wir werden auch gleich nochmal schauen. Bei unserer Drescher. Jetzt haben wir hier mal den hier. Ist auch ein cooles Teil, würde ich mal sagen. Vielleicht werde ich denn den hier versilbern. Ich glaube, ich werde mal mieten. Erstmal mieten wir an. Und dann sehen wir ja, ob hier das Schneidwerk hier funktioniert. Es ist eigentlich ja in meinen Augen fast ein umgeskinnter. Ja, ist das hier. Oh, cool. Ich kann damit arbeiten. Nice. Also, Feld Nummer 20. Jetzt müssen wir erstmal nochmal gucken. Ich habe total vergessen, wo das Feld ist. Feld Nummer 20. Also. Ja, meine Dieter hat auch schon wieder gerade angerufen und gesagt, Franz, wo bleibst du? Ja, ich sage, ich bin gleich am Weg. Also. Die 20 ist unter die 21. Cool. So, jetzt fahren wir erstmal mal rauf. Jetzt kann ich aber erstmal sagen, hier zum einen, er soll den Drescher mal in den Hof stellen. Hof. Hof. Also, es soll nicht abkippen, Hof. Einfache Fahrt zum Hof, bitte. Ah,
das ist hier die Marissa. Sehen wir jetzt gerade hier so ganz gut hier. Sie sieht echt mit dem Rossschutz natürlich sehr nett und freundlich aus. Ja, sie hat so manchen also Kunden überredet, ja, weil sie ein bisschen unzufrieden waren. Bleibt doch beim Franz. Er ist doch so ein netter Kerl. Ja, ich bin immer nett und freundlich. Also fahren wir jetzt mal hier mit den geleasten Drescher mal. Vielleicht tun wir dann auch kaufen, wenn wir zufrieden sind. Natürlich. Natürlich muss ich jetzt mal ein bisschen Kohle Mais machen. Und natürlich muss das Ganze nachher unten hier abgegeben werden. Mal ein schönes Foto machen natürlich für uns. Zwei Drescher auf einmal. Das gefällt mir. Der Tank ist zwar nicht allzu groß, aber dafür hat hier unser Drescher natürlich hier. Aber was der andere natürlich nicht hat, er kann Kornmais. Sonnenblumen auch. Weil das Schneidwerk dazu hat. Ich finde es immer so schwierig, wenn man alte Sachen hier natürlich also spielen möchte. So, ja, Nostalgie wie jetzt ich natürlich. Ja, es gibt zu wenige Gerätschaften, was es natürlich auch in Wirklichkeit gab. Das hänge ich hier irgendwie fest. Ist ja auch müssen wir kurz ein bisschen zurück. Vielleicht ist die Kollision. Mit der Bude natürlich. Ja. Hat man ja eigentlich bei mir bis jetzt noch nie so gesehen. Da können wir Mais dreschen. Finde ich auch cool, das Ganze natürlich. So. Jetzt habe ich hier zurücksetzen, was stehen lassen. Vermisse ich, um ehrlich sein, hier die Animation der Zähne bei diesem Schneidwerk. Aber ich hoffe, dass das hier kein Hindernis ist. Wann ja hier trotzdem mit 10 km/h, dann klappt es natürlich hier auch mit unseren Nachbarn. Ja, wie ich es gerade sehe, die Zeit ist ja schon hier um. Ich hoffe, euch hat natürlich hier diese Folge natürlich gefallen. Wenn ja, schaut so hier rein. Würde mich auf alle Fälle freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.